Einmal schütteln. Hallo, ich kann auch meine Sachen hinlegen. Bin großer Junge. Ich werde es jetzt durchsuchen. Ja, aber Sie müssen mich doch nicht schütteln. Ja, Mensch. Nee. Ja, schütteln. Das war jetzt ein bisschen doof ausgedrückt, gar kein Thema. Nee, ich werde es jetzt doof durchsuchen ausgedrückt. und die Sachen, die Sie so dabei haben, werde ich dann auf den Boden legen. Mikrofon muted. Ich darf keine Geiselnahme machen, sind zu wenig Leute da. Das sind aber eine Menge Magazine. Ich bin Bruce Willis, was erwarten Sie? Okay. Sind Sie froh, haben Sie nicht noch irgendeinen MG gefunden oder so? Ist das jenes welches? Aha. Soll ich zur Seite gehen, einen Schritt, dass Sie da besser dazukommen? Nee, alles gut. Ich taste sie jetzt nochmal ab, ob ich irgendwas übersehen habe. Aber die Pistole kriege ich wieder, wenn ich rauskomme, oder? Negativer Waffenschein wird Ihnen abgenommen. Wieso wird mir ganz ehrlich, warum wird mir der Waffenschein abgenommen? Das kann ich Ihnen sagen, das ist eine ganz einfache Erklärung. Da Sie in dem Moment als Straftäter geführt werden, ist der Waffenschein, wenn Sie als zu gefährlich eingestuft, um das einen ist Waffenschein ein Erbstück. Zu besitzen. Und deswegen, ich verlange, dass ich das zurückkriege. Die Waffe, wenn Ihr Freund, hat er einen Waffenschein? Nein, er hat auch keine Waffe. Das dann haben Fahrer. Wir aber das Problem, dass... Ja, aber das, Sie können doch nicht einfach ein Erbstück... Na, ja, dann machen wir das mal anders. So, ich nehme das, nehme die Waffe mal eben kurz in die Hand. Nicht erschrecken. Ja, ich erschrecke mich nicht, solange ich den Taser habe. Ja, nee. So. Das Magazin habe ich jetzt rausgenommen, was da noch drin war. Ja, das ist mir egal, das ist ja kein Erbstück. Ja, nee, die Waffe können Sie dann hier ab nochmal aufnehmen. Aber nur die Waffe, die Magazine werde ich dann in dem Moment beschlagnahmen. Ja, tun Sie das. Wo ist das geschehen? Weil die brauchen Sie ja nicht. Und den Rest, das Fernrohr und so, können Sie dann natürlich alles wieder aufheben. Bis auf die Magazine halt. Brauche ich gar nicht. Ja, aber Ihr GPS-Gerät und alles liegt da dabei. Was will ich denn da mit dem Knast? Gucken, wo ich bin. Ja, nee, Sie bekommen das ja dann, denke ich mal, danach wieder ausgehändigt. Ach, bis dahin gibt's neue Technologie. Ja, gut, dann beschlagnahme ich das hiermit. Ja, das sind zwei Härte, so. Gut, dann haben wir das. Würden Sie die Waffe bitte trotzdem dann wegstecken? Natürlich. Ja, wir sorgen dann dafür, dass Sie die Waffe im Nachhinein dann wiederbekommen. Ja, hoffentlich. Also ich werde es dem Gefängniswärter sagen. Dass er die Waffe bitte ordentlich verwahren soll, weil es ein Erbstück ist. Ja. Ja, ist notiert. Wunderbar. Gut. Da Sie jetzt so nichts weiter dabei haben, den Waffenschein hatten Sie. Ja. Negativ. Negativ was? Ah, nee, der Kollege hatte gerade was durchgepunkt. Gut, dann lasse ich Sie jetzt mal eben ganz kurz alleine und dann spreche ich mal eben mit der Kollegin Garcia und dann können wir sie überführen. Mikrofon muted. Verdammt, Alter, ich dachte, ich hätte noch ein Magazin genommen. Scheiße. Fuck. Alter, aber die Strafe, ja. Dann machen sie die Strafe tiefer, wenn die hier auf jeder fucking Straße einen Blitzer aufstellen. Dann sollen sie die Strafe runtersetzen, ganz einfach. Weil das kann noch nicht sein. Hier wird jeder zu schnell fahren. Also das pisst mich ehrlich gesagt gerade wirklich mega an. Mein ganzes Geld wäre weg. Hätte ich 60.000 gehabt, wäre meine ganze Kohle weg. Ja, es ist einfach, das ist viel zu viel. Entweder Blitzer reduzieren, genau, oder die Strafe vermindern. Herr Willis? Ja. Aber Sie haben sich wieder etwas beruhigt jetzt? Nein, habe ich nicht. Okay, ich hab gehört von meinem Kollegen gehört, dass Sie eine Waffe in Ihrem Rucksack haben. Ja. Dieses aber ein Erbstück ist. Genau. Da wir Sie jetzt in die Haftanstalt überführen werden, wird Ihnen diese Waffe automatisch abgenommen. Automatisch? Wieso automatisch? Ja. Na klar, dass sie mir abgenommen wird, wenn ich im Bau bin, schon. Aber ich kriege ja die wieder, wenn ich zurückkomme. Ja, deswegen würde ich Ihnen vorschlagen, Sie geben diese Waffe erstmal mir.
ihn. So lange für sie verwarnt, bis sie nach 15 Monaten wieder nach draußen kommen. Aber passen Sie auf. Natürlich. Und den Taser dürfen Sie behalten. Den behalte ich auch. Ja. Das Magazin dürfen Sie auch mitnehmen. Das ist aber nett von Ihnen, dass Sie mir das erlauben. Ja, da liegt noch eins, so. Oh. Ja, dann, Ja. Würde ich sagen, muss mein Kollege Ihnen leider eben mal Handschellen anlegen. Ach, das bin ich mir gewohnt. So. Okay, das... Ja, ich frage gar nicht weiter nach. Ich muss mal ganz kurz eben einmal rüber. Meine Handschellen sind gerade kommen gerade aus der Reparatur wieder. Okay, ich werde Ihnen einmal kurz Handschellen anlegen. Ja. Bitte Sie einmal eben einmal die Hände in den Kopf zu machen. Wenn Sie mir erklären, wie ich das mache, dann mache ich das gerne. Welche Maske benutze ich denn dafür? Moment, lassen Sie mich kurz überlegen. Selber keine Ahnung. Ich nehme so selten die Hände in den Kopf, das ist es. Ja, ich würde jetzt mal einfach anraten, dass es... Okay. Sie müssen einmal den Shift-6-Muskel betätigen. Den Shift-6-Muskel? Oder anstrengen, ja. Negativ. Negativ? Negativ. Also wenn ich den Shift-Muskel gedrückt halte, dann den 6-Muskel drücken. Haben wir's. Ah, das ist bei mir jetzt auch. Bei mir ist ein Befehl, also so ein Befehlmenü vor der Brille rumgeschwirrt. Warum muss ich eigentlich meine Hände hinter den Kopf nehmen, damit sie mir die dann hinter den Rücken klatschen können? Ja. Richtlinien des Staates. No. Richtlinien. Das ist eine gute Ausrede. Ich werde den einmal nicht bei den Unterhaken Sie mitnehmen. Richtlinien des Staates. Brauchten Sie denn sonst noch irgendetwas? Haben Sie genug Essen? Also eigentlich hätte ich gerne einen Anwalt, aber das gibt's ja hier nicht. Nein. Momentan ist keiner am Staate. Wissen Sie, wie deprimierend das für die Kranken sein muss, da rauszugucken? Wie soll ich denn irgendwas anfechten, wenn ich nicht mal einen Anwalt kriege? Bist du hier alle mitten im Weg stehen? Hat ein Anwalt? Ja. Möchte auch noch jemand einen X? Geht der Herr in Knast? Der Herr geht in Knast, weil es hier auf diesem Staat oder keinen Anwalt gibt, den man sich nehmen kann. Also wenn man angezeigt wird, ist man aber am Arsch. Weil man sich selber nicht verteidigen kann. Ja, man kann sich ja selber verteidigen. Bin ich Anwalt? Nein, ich bin kein Anwalt. Du kannst denn selber verteidigen. Ja, was soll ich mich denn verteidigen? Es ist ja eh alles falsch, was ich sage. Das hat doch nie einer behauptet. Ich merk's aber gerade. Nein, so müssen Sie nicht denken. Microphone. Ich bitte Sie jetzt einmal Ihren Kopf einzuziehen. Ja, rein, Bulldog. Microphone activated. So. Sieht so aber tief hier, was ist das denn für ein Sessel? Das sind, speziell von mir ausgewählte Sitze. Diese scheinen sehr weich zu sein. Ja. Wie kann denn Ihr Beifahrer bitte aus dem... Ob es mir gefällt? Ja, also... Nein, natürlich gefällt es mir nicht. Ich sehe nichts. Warum sollte mir das gefallen? Ich weiß nicht. Allein schon in diesem Fahrzeug zu sitzen, gefällt mir nicht. Mann, ich habe immer diesen Frosch im Hals, verdammt nochmal. Es ist ein Cadillac, das ist... Es ist ein Cadillac, eine Drecksschüssel ist das. Cadillac. Oh, jetzt haben sie mich echt gekränkt. Sollte mich das interessieren? Nein, theoretisch nicht. Sehen Sie? Warum? Sie sollten Ihr Ego nicht mit Ihrem Fahrzeug verbinden, sonst werden Sie nur verletzt. Wissen Sie, was ich damit meine? Ja, ich habe gesagt, das Cadillac scheiße. Ich habe nicht gesagt, dass Sie deswegen scheiße sind oder sonst irgendwas. Sie haben ja Ihre eigene Meinung. Das stimmt. Sehen Sie? Dann seien Sie doch jetzt nicht gekränkt, weil ich gesagt habe, dass Cadillac kacke ist. Geht ja von Cadillac und nicht von Ihrem Cadillac. Oh, wow. Ihre hat wenigstens hübsche Blinkelichter dran, die anderen nicht. Was ist das denn hier, Fort Knox für Arme oder was? Alcatraz, wollte ich eigentlich sagen. Das ist unser wunderschönes Staatsgefängnis. Ja, ist wunderschön.
Das war aber ein bisschen unsicher. Sind Sie etwa nicht? Ist das Gitter das Einzige, was das hier im Zaun hält, oder? Ich muss jetzt ehrlich gestehen... Irgendwie ist das hier noch ein bisschen komisch. Ich war hier noch nicht. Bau. Ja, also, vor allen Dingen, wenn... Der Zellentrakt sollte aber sicher genug sein. Ja, Freigang kriege ich nicht, oder was? So, Frage ist bitte einmal den Kopf ausziehen. Ja, das kann ich Ihnen zeigen, Frau Garcia, das ist gar kein Thema. So, Kopf einziehen, ja, ja. Zack. Wunderbar. Bäh. Darf ich jetzt selber gehen, oder? Ich meine, weit komme ich ja hier nicht sonst. Ich weiß nicht, stimmt, wo es lang geht. Ja, wollen Sie den Herrn mitnehmen, oder wollen wir den laufen lassen? Ich meine... Eigentlich kann er laufen, der kann ja nicht abhauen. Bisher ist er ja... Ich meine, er will bestimmt sein, ja... So, meine, dann was? Müssten Sie sich jetzt wieder auf den Shift 6 Muskel und dann gib ihm. Nur 3 hört. Ah, jetzt. Wunderbar. Oh, dann kommen Sie mal mit. Na, so. Das ist aber eine widerspenstige Tür, wenn Sie ihn mit einer Knarre bedrohen müssen. Ja, das ist ja alles noch so ein bisschen... Kommen Sie mal rein. Das ist ja scheiße eng hier. Sie wissen, dass ich Klaustrophobie habe, ja? Okay. Ja, sehen Sie, jetzt haben Sie ein Problem. Das Gefängnis ist total... Das können wir so vergessen. Ich muss Sie doch hier so ins Gefängnis packen, weil... Wie jetzt hier so ins Gefängnis packen? Also per Untergrund-Express... Weil die ja. Türen hier irgendwie versuchen wir mal die hier verkäfert sind. Ja, ja, super, ja. Wa? Ah, hier kommen wir anscheinend durch. Ja, bei der zweiten wird es dann schon wieder schwer. Ah, ne, das geht. Was ist das denn hier? Das ist ja eine interessante. Das sind sehr, sehr viele Türen, würde ich sagen. Sehr interessante Architektur. Kriege ich wenigstens ein gratis Telefonat? Möchten Sie einmal telefonieren? Ja, toll. Wir mit kommen dem, nicht in den Zellenblock rein. Eigentlich hätte ich gerne mal mit dem Architekten hier telefoniert. Ja, mit dem möchte ich auch mal gerne telefonieren. Ja, habe ich übrigens erwähnt, dass ich übrigens verletzt bin. Haben Sie nicht erwähnt, nein? Ja. Warten Sie mal, ich klebe mal ein Pflaster auf, ich sehe da was. So. Besterchen haben wir immer dabei, gibt schön Hello Kitty. Hello Kitty. Ja, Hello Kitty. Für ganz harte Männer. Und sie sehen mir wie ein ganz harter Mann aus. Also hat ihnen ihre Mutter mal gesagt, dass sie speziell sind? Was ganz Besonderes? Ja, das hat die mir nicht nur einmal gesagt. Ja, sie sind was ganz Besonderes. Die meint auch, ich bin ziemlich... Naja, das ja, lassen wir jetzt. Gehen wir mal jetzt hier rein, würde ich sagen, irgendwie. Ja, ich würde sagen... Ja, machen Sie mal die Tür jetzt inhaftieren wir sie hier. Das wird doch easy. Wo ist das Problem? Okay, da ist das Problem. Ja, pass auf, hier, so. Willkommen zu Hause. So, wunderschön. Gut. Und jetzt ab in Ihre Zelle. Zelle ist fertig gemacht. 15 Monate wandert, ne? Ja, ich würde sagen, ja. Doch. Ja, wunderbar. Inhaftieren. Wo haben Sie denn noch genug Essen und Trinken? Ich habe das vorhin nicht mehr so richtig auf dem Schirm. 15. Wie soll ich denn Essen und Trinken haben? Sie haben mir alles weggenommen. Ich gebe Ihnen mal hier ein Donut. Das Problem ist, ich kann einen Kaffee. Auch... Kaffee. Ja, sehen Sie, ich habe hab ich einen Donut. Wegen Geschwindigkeitsüberschreitung war das, ne? Negativ, ich habe nur einen Donut. Ja? Ah ja, doch, einen Donut und einen Kaffee für 15 Monate, das ist ja lieb. Außerdem ist ihr Gefängnis irgendwie doppelt. Ja. So. Ja, warum nicht, ne? Was? Ist nicht sein Ernst.